Das erste Menschenrechtsfilmfestival Österreichs wird 60 Filme in 10 Tagen in die Wiener Kinos bringen. Direktor Wegenstein gibt eine Vorschau. Das ist ein internationales Filmprogramm, das sind Dokus, Spielfilme, Kurzfilme, Animationsfilme. Es ist nicht immer das Thema Menschenrecht mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern es geht auch darum, einfach Menschen und Länder und deren Probleme kennenzulernen, manchmal auch auf eine ganz spielerische oder schöne Weise. Zur feierlichen Eröffnung im Filmcasino gab es den Bürger Havel. Die Palette der gezeigten Filme reicht von inspirierend bis schockierend. Es gibt sicher den einen oder anderen Film, nachdem man depressiv oder bedrückt ist, aber insgesamt sollte das nicht der Tenor sein, sondern der Tenor sollte sein, dass wir Probleme oder Situationen in dieser Welt sehen und damit umgehen lernen bzw. ein Bewusstsein dafür bekommen. Manfred Nowak vom Ludwig-Boltzmann-Institut für Menschenrechte unterstützt das Festival. Wir sehen das auch als eine Möglichkeit, Wien wirklich zur Hauptstadt der Menschenrechte innerhalb der Europäischen Union zu machen. Nachdem auch die Europäische Grundrechteagentur hier eröffnet wurde, sollte sich Wien meiner Meinung nach stärker positionieren, aktiv als eine Menschenrechtsstadt. In welchen Alltagsbereichen kommen bei uns die Menschenrechte zu kurz? Wir können auch in Wien noch sehr viel verändern, die Art und Weise, wie wir mit Ausländern und Ausländerinnen umgehen. Der Alltagsrassismus in Wien und in Österreich, das sind alles Themen, die man auch durch den Film ansprechen kann und vermitteln kann, um auch zu einem Umdenken in der Politik zu führen. Also hin und nicht wegschauen.